Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Willkommen zur richtigen Folge 1 jetzt in unserem neuen Ich-Podcast. Stefan, worum geht's denn heute? Worüber wollen wir sprechen? Heute wollen wir mal so eine kleine Einführung geben über unsere, ja, vielleicht hast du das gesehen, auf dem Podcast-Cover ist das ja, da steht ja Ich, authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Und wir dachten uns, wir sprechen einfach da mal so, wir werden das nochmal ausführlicher machen, dann in Einzelfolgen, aber damit du so eine Idee hast, okay, was wird alles auf dich zukommen? Was geht es genau in dem Podcast? Genau. Und ich würde sagen sogar, wir fangen mal gar nicht mit authentisches Leben an, sondern wir fangen mal mit Human Design an. Was ist denn für dich Human Design, Martje? Also ich sage dann immer, wenn es kurz sein soll, Human Design ist eine Charakteranalyse, mit der du deine Potenziale erkennen kannst. Das klingt ja auch erstmal so ganz positiv. Es ist aber nicht bei weitem nicht die ganze Wahrheit, denn Human Design zeigt eben nicht nur die Potenziale, sondern zeigt auch die potenziellen Hindernisse oder die Bereiche in deinem Leben, in denen du vielleicht Herausforderungen hast oder Schattenseiten durchleben musst oder wie auch immer. Es ist also wirklich einfach, Human Design zeigt einfach alles, also wie du bist, wie du das Leben nimmst. Aber eben auch immer, wenn du es nicht lebst, wenn du nicht authentisch lebst, das ist auch gleich der Bogen zum authentischen Leben. Wenn du nicht dein Design lebst, dann zeigen wir dir auch gleich in dieser Körpergrafik, die du dann da bekommst, siehst du auch gleich, okay, wenn ich nicht authentisch bin, werde ich das Problem bekommen. Und es hängt da wirklich alles zusammen. Eben nicht nur jetzt die geistige oder seelische Gesundheit, sondern eben auch der ganze Körper. Also Human Design sind super viele Informationen, die auch logisch sind, die man auch auswendig lernen kann. Also ganz viel Futter auch für den Kopf kann man dort finden. Aber eigentlich geht es um den Körper. Es geht eigentlich darum, im Körper zu spüren, wer bin ich, wie lebe ich richtig, was sind für mich authentische Entscheidungen und wie komme ich einfach dahin, um gesund und glücklich leben zu können. Sehr schön. Ich sage es mal noch kürzer manchmal. Für mich ist Human Design praktisch wie so eine Gebrauchsanweisung für mein Leben. Und jetzt lass uns noch mal so 2-3 Worte erzählen. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Du hast ja schon von so einer Körpergrafik gesagt, wo man dann ganz viel rauslesen kann. Natürlich kann man das nur, wenn man Human Design kennt und das mal gelernt hat. Muss man aber ja gar nicht, denn der erste Schritt, glaube ich, für jeden ist auch, ein Human Design Reading sich geben zu lassen. Vielleicht magst du da mal so 2-3 Sachen sagen. Also wenn ich jetzt zu dir käme, liebe Martje, und sage, okay, ich habe von Human Design gehört, ich möchte jetzt gerne mal von dir ein Reading, sowas machst du ja auch, bekommen. Was brauchst du denn dann von mir? Und wie läuft dann sowas ab? Also meistens sind die Leute noch einen Schritt vorher, dass sie nämlich erstmal überhaupt wissen wollen, was das ist. Und da kann man auf meiner Webseite sich kostenlos einfach eine sogenannte Körpergrafik erstellen lassen. Also einfach auf Martje Rocks siehst du dann, gibst du deine Geburtsdaten ein, die brauchen wir dafür für den Rechner. Also der Tag, der Ort und die Uhrzeit, wann du geboren bist. Und wenn man die Uhrzeit nicht genau weiß, gibt es auch da Tricks, aber am besten ist schon, wenn man das einfach alles ganz genau weiß, dann gibt man das in diesen Rechner ein und bekommt direkt so eine Körpergrafik ausgespuckt, die erstmal total wirr aussieht. Da haben wir verschiedene Dreiecke und Vierecke und viele Striche, die da kreuz und quer gehen, ganz viele Zahlen überall und wie du schon sagtest, für Laien überhaupt nicht lesbar. Aber natürlich für uns Human Design Reader macht das Ganze Sinn, denn zum Beispiel diese Dreiecke und Vierecke, die kommen aus dem Chakrensystem. Die sind damit eng verbunden. Wir haben da jetzt zwar 9 verschiedene Zentren im Human Design, das liegt an einer Weiterentwicklung, aber grundsätzlich haben wir auch diese Reihenfolge, die es auch im Chakrensystem gibt. Und wenn wir die ganzen Zahlen durchzählen würden, würden wir sehen, ach, das sind 64, okay, die 64 Tore, wie wir sie im Human Design nennen, das sind die 64 Hexagramme des chinesischen I Chings. Und diese ganze Struktur, wie das aufgebaut ist, das ist übernommen vom Lebensbaum, vom Tree of Life aus der Kabbala. Und natürlich ganz, ganz viel, was da auch mit zusammenhängt, ist die Astrologie, also die ganzen Planeten, die so um uns rumschwirren.
Und trotzdem ist das noch nicht alles, denn trotzdem ist auch, spielt auch die Genetik mit rein. Da kommen doch wirklich noch viel mehr Einflüsse. Es ist nicht nur, es ist kein Hokuspokus, sondern es ist Wissenschaft dahinter. Und das ist auch das, was letztendlich die meisten Menschen überzeugt, ne? Und du hast es in der letzten Episode schon erwähnt. Es war das Jahr 1987, als ein Mensch, der so einen tollen Namen hat, ne? Ra-Uhu. Wobei, wie heißt er richtig? Adam Krakauer? Nee, Robert Allen. Okay, siehst du, sehr gut. Das in die Welt gebracht hat, um das jetzt noch so zu vervollständigen. Und ja, dann im Reading erfährst du dann halt so Dinge, also ich meine, es gibt dann verschiedene Readings, das wirst du auch sehen, wenn du da googeln würdest, dann gibt es manche, oder die viele bieten so ein Basic Reading an oder ein Deep Dive ist so ein schöner Begriff oder es gibt dann auch ein Business Reading oder ein Partner Reading und. Also du merkst, du kannst da halt ganz vieles machen, denn wenn du, wie ich immer so schön sage, die Gebrauchsanweisung für dich hast, dann kannst du natürlich in dieser Gebrauchsanweisung, wie auch für irgendein Gerät, könntest du jetzt gucken, nehmen wir mal an, du kaufst dir eine Kamera und hast eine Gebrauchsanweisung, könntest du gucken, okay, wie stelle ich den Autofokus ein oder aus? Wie stelle ich irgendwie die Blende und so ein? Also du kannst einfach in verschiedene Richtungen da natürlich gucken und kannst in so einem Reading dann, am Anfang denke ich, macht es eigentlich immer Sinn, mal ein Basic Reading zu kriegen, aber du könntest ansonsten auch gucken, okay, ich bin beruflich, irgendwie klappt das bei mir gar nicht, kannst du natürlich da schauen, okay, macht es denn Sinn, alleine zu arbeiten beruflich oder in einem großen Team oder nur mit einer Person und all solche Sachen? Macht es Sinn, irgendwie so und so auf die und die Art und so zu arbeiten? Zum Beispiel ist ja sowas Berühmtes, was ich immer mal so sehe und was im Internet, finde ich, auch gerade oder immer mal wieder auch viel rumgeht, ist halt so Richtung Kaltakquise. Einfach die Leute ansprechen und so. Und da wissen wir aus dem Human Design, da gibt es eigentlich nur einen Typ, so nennen wir es. Es gibt 5 verschiedene, aber es gibt eigentlich nur einen Typen, ich gehöre dazu, die dafür gemacht sind, sozusagen. Mhm. Ja, und die anderen, nee. Und das ist ja dann klar, wenn du da gar nicht für gemacht bist, dann wird dein Erfolg im Vergleich zu dem Typ, der das halt, wenn er das will, machen kann, nur mäßig sein. Und all solche Sachen kannst du halt rauslesen. Oder Martje, glaube ich, darf das verraten, macht jetzt seit etlichen Wochen schon so ein Experiment, was Nahrung angeht. Ja. Und da werden wir bestimmt auch nochmal in einer Folge drüber sprechen. Da gibt es halt echt ganz viele Richtungen oder auch mit Paar. Man kann dann 2 Charts übereinander legen und gucken in der Partnerschaft und dann kann man da auch raussehen, wo wird es viel Harmonie geben, wo gibt es wahrscheinlich dann auch mal Konflikte und ist der Partner eher gut geeignet für eine Partnerschaft oder eher weniger und all solche Sachen. Also das ist halt das ganz Spannende. Und nichts, das finde ich zum Beispiel im Human Design so toll, ist vom Human Design aus positiv oder negativ, sondern es sind einfach verschiedene Aspekte. Und es ist ja allgemein sowieso, da sind wir jetzt schon so beim Thema auch Selbstentwicklung beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung, solchen Dingen, ist es ja sowieso nur das positiv oder negativ, was in der Richtung, wie wir es dann machen. Ne? Alles ist ja erstmal neutral. Ja. Gut, jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen. Also so ein Basic Reading, das kriegt man dann und dann weiß man schon mal einiges über sich. Ne? Und dann weiß man sich halt. Genau, dann weiß man einiges und vor allen Dingen, man kriegt auch viele, viele meiner Kunden sagen dann, ach so, ja, ich habe das schon immer gespürt, dass ich so bin, aber konnte das ja nicht so leben. Oder die haben ganz tolle Talente und ich sage, das und das, das kannst du besonders gut. Wieso, das kann doch jeder. Nee, eben nicht. Das ist deine spezielle Superpower, weil wir ja oft selber unsere Talente für normal halten. Ja klar kann ich das. Ist doch nichts Großes. Habe ich ja nichts für gemacht. Kann ich halt einfach. Aber jetzt lernt man halt über das Human Design, okay, ich bin da echt was Besonderes. Das ist was Tolles, was ich kann. Und eben auch, sich dann nicht mehr falsch zu fühlen, nur weil alle anderen irgendwas besonders toll können und ich selber eben nicht. Ja, weil ich kann jetzt auch nicht alle Talente haben. Jeder hat so seine Stärken und jeder hat Bereiche, die eben nicht so stark sind. Und gerade in der Kaltakquise finde ich ein super Beispiel, weil da kriegt ja jeder dann im Vertrieb dieses aufgemünzt, du musst dann so und so viele Leute am Tag anrufen und ist nicht schwer und so weiter. Aber es ist eben für manche Leute schwer, zum Beispiel für mich. Als Generator ist es schwer und es ist nicht so erfolgreich, wie wenn du es machst. Also es ist noch zusätzlich frustrierend und es nimmt mir total die Energie, die ich eigentlich bräuchte, um was richtig Tolles zu machen, um was Produktives zu machen. Hm. Und da muss man dann einfach sehen, okay, Kaltakquise ist nichts für mich. Ich muss andere Wege einfach finden, um Kunden zu gewinnen. Und die gibt es ja auch zuhauf, ist ja gar kein Thema. Man muss nur wissen, welcher. Und Das sagt uns eben auch das Human Design. Ja, und das finde ich für mich so, das habe ich jetzt, seit ich mich damit sehr stark beschäftige, ich habe mich immer gefragt, auch so, das kennst du ja, es gibt ja
Tausende von Büchern, wahrscheinlich sogar Millionen, mit irgendwelchen Themen, so Persönlichkeitsentwicklung oder was weiß ich, bleiben wir beim Verkaufen, wie verkaufe ich besser und und. Und da habe ich mich auch mal gefragt, okay, dann sind ja da auch in den, meistens in den Büchern zahlreiche Beispiele, was schon alles toll funktioniert hat und wieso und da irgendwie von 0 auf 100 und oder was weiß ich, geheilt, irgendwie ein Schnips mit dieser Technik und dann war alles super und so. Und ich glaube, das kennt jeder, dass er sich dann so selber fragt, wieso funktioniert das bei mir nicht? Und bei dem, der schreibt, ja. Und das ist für mich dann auch halt so die Erklärung, weil alleine schon, wenn wir uns die 5 Typen angucken, die halt ja doch zum Teil ganz unterschiedlich funktionieren und vielleicht sogar in völlig unterschiedliche Richtungen, ist das ja klar, dass wenn Typ Nummer 1 dieses Buch geschrieben hat aus seiner Sicht, dann wird es für Typ Nummer 2 in der Regel so nicht funktionieren. Und vielleicht habe ich Glück und bin auch Typ Nummer 1 und kaufe dieses Buch und es funktioniert dann halt. Aber es ist halt, es gibt halt nichts Allgemeines. Und das finde ich, war für mich dann auch so eine schöne Aha-Erkenntnis und ganz toll, was das Human Design angeht. Genau. Also sprich, eine sehr coole Sache, mit der wir uns in diesem Podcast immer wieder befassen werden, einzelne Aspekte durch angucken werden, einzelne Dinge. Also du wirst hier ganz viel allein durch diesen Podcast auch über Human Design lernen. Ja. Ja, genau. Und daraus kommt natürlich das authentische Leben. Denn für mich ist es so, ich sag, muss es auch ganz ehrlich sagen, ich nehme gar keine Coaching-Klienten mehr an, die, oder umgekehrt, wer bei mir als Coaching-Klient kommt, wir gucken immer das Human Design erstmal an. Wir machen erstmal ein Basic Reading. Und da ist es so, so wie du das auch gesagt hast, ja, diese Aha-Erlebnisse sind halt riesig, ne? Ah, deshalb ist das so bei mir. Aha, deshalb. Und ich hatte jetzt gerade neulich eine Dame im Reading. Ich lasse mir dann immer vorher beim Coaching füllen die so einen Anamnesebogen aus. Da geht es dann halt darum, wo stehe ich, wo will ich hin und all solche Sachen. Und all diese Sachen, wo will ich hin, das ist für mich schon klar gewesen beim Lesen, wenn die ihrem Design authentisch nachlebt, dann brauchen wir eigentlich nichts anderes mehr machen. Dann funktioniert, ja, ist ja so. Also ich meine, wir können es natürlich mit anderen, das machen wir auch, mit anderen Sachen beschleunigen, mit anderen Techniken nochmal und da Blockaden aus dem Weg räumen. Aber im Prinzip kann man auch sagen, okay, je mehr ich dann nach meinem Design lebe, umso, wie du ja auch sagst, ich werde glücklicher, ich ziehe mehr die Sachen in mein Leben, die mir entsprechen und die mir dann natürlich auch viel mehr Freude machen und so weiter und so fort. Also ist das für mich authentisches Leben direkt verknüpft mit dem Human Design. Also da gibt es gar keine Trennung für mich. Sind jetzt zwar zwei Begriffe, aber es hat für mich, weiß nicht, wie du das siehst, sag gerne mal gleich, es geht nicht, das eine geht gar nicht ohne das andere. Ja, denke ich auf jeden Fall. Aus dem Human Design wissen wir ja, dass die meisten Menschen eben noch nicht authentisch leben und nicht so leben, wie sie designt sind, sondern eben ganz viele Blockaden und Konditionierungen haben und in vielen Bereichen einfach anders leben, als sie eigentlich designt sind. Aber trotzdem wünscht sich ja eigentlich jeder, authentisch zu sein, weil jeder weiß ja, Authentizität ist gut, ist gesund, das bin ich, da muss ich mich nicht verstellen, da muss ich nicht lügen, da muss ich mir nicht merken, was ich wem erzählt habe, sondern wenn ich immer so bin, wie ich einfach bin, dann ist das Leben einfacher und man kann eben auch dann das Verständnis füreinander entwickeln, aha, das macht er jetzt nicht, weil er mich ärgern will, sondern das macht er, weil er so ist, er ist so designed und das soll auf gar keinen Fall eine Ausrede sein, zu sagen, nee, ich bleibe jetzt mein ganzes Leben nur noch auf dem Sofa liegen. Ich bin designed, ne? Ich kann Sofa-Lieger. Genau. Ich kann auch zu jedem total fies sein, weil ich bin halt so designed, müsst ihr mit klarkommen. Darum geht's ja nicht. Es ist keine Ausrede. Es ist eine Ermächtigung zu sehen, wo kann ich mehr ich selber werden, weil genau das uns einfach stärker macht. Ja, und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schön, dass du den angesprochen hast, weil das sehen wir ja auch oft. Also ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen. Und bei mir zum Beispiel ist im Design, dass wenn ich im Not-Self bin oder irgendwie halt merke, dass es entspricht überhaupt nicht dem, wofür ich hier bin, dann werde ich wütend. Ja. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, das ist ja so mein Design und dann hier irgendwie rumschreien wie verrückt und so. Und nein, ich muss es nicht sein. Ne? Also ich bin dann wütend, ich merke ich auch in mir, aber ich muss es ja nicht irgendwie auslassen, indem ich dann wen verhaue oder irgendwie Wände einschlage oder weiß der Kuckuck was. Deswegen finde ich schön, dass du das sagst, weil das erleben wir, glaube ich, auch alle, die sich mit Human Design beschäftigen, immer mal wieder, dass dann die Ausrede ist, naja, ich bin ja Projektor, ich kann ja nichts machen und so, ich habe ja keine Energie, weil ich vielleicht auch kein Energiezentrum definiert habe oder, da kommen wir noch drauf auf solche Sachen. Dem ist aber ja nicht so. Ne? Also es ist ja immer so, das ist letztendlich, finde ich, auch wie so ein Beispiel, vielleicht können wir das Beispiel eines Messers nennen.
Ich kann das Messer benutzen, um mir irgendwie schönes Essen zurechtzuschnibbeln oder einen Salat. Und ich kann das Messer benutzen, um das in irgendwen reinzustecken, der dann im schlimmsten Fall daran verstirbt. Also ich kann es halt positiv nutzen oder negativ. Und so ist es, glaube ich, mit dem Human Design in gewisser Art und Weise auch, dass ich es halt negativ wäre, da im Sinne von Ausreden nutzen kann. Ne? Dass ich sagen kann, ja, ich habe ja nicht das Talent, ich habe aber, was weiß ich, dieses Thema mitgebracht in meinem Leben und oh, ne, und ich armer. Nö, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Ne? Genau. Und natürlich, diese ganzen 64 Tore, die wir haben, die haben ja auch alle ihre eigenen Themen, die sie mitbringen. Und eins davon zum Beispiel, das bei mir im Chart aktiviert ist, da geht es um das Thema Wahrheit. Mhm. Und im Human Design ist aber eben alles binär. Ich kann immer gucken, wie lebe ich das aus. Mit meiner Aktivierung jetzt habe ich eigentlich das Design, die Wahrheit zu sagen, ne? Und einen hohen Wert auf die Wahrheit zu legen, auf Integrität und auch auf Authentizität. Aber gleichzeitig, was da mitkommt, ist auch das Talent, besonders gut zu lügen, eben weil ich die Dynamiken um Lüge und Wahrheit sehr gut kenne durch meine Aktivierung dort. Und jetzt kann ich natürlich trotzdem wirklich selber entscheiden, möchte ich in der Wahrheit sein oder möchte ich in der Lüge sein? Möchte ich alle Leute anlügen oder nicht? Oder vielleicht bin ich überwiegend in der Wahrheit, aber es gibt ein, zwei Situationen, wo ich dann doch mal lieber eine Notlüge raushaue, bevor ich mich irgendwo erklären muss oder wie auch immer. Das ist aber auf jeden Fall alles meine Wahl. Wo bleibe ich wahr? Wo gehe ich in die Lüge? Und das ist genau das Gleiche. Ich kann entscheiden, wie nutze ich das? Ich sehe nur im Human Design ja, wieder meine Potenziale. Wie bin ich und was ist möglich? Aber wie ich das nutze, ist immer meine eigene Entscheidung. Genau. Ja, jetzt haben wir Human Design. Darüber hast du jetzt, glaube ich, gutes Verständnis gekriegt. Warum authentisches Leben? Und das, also so für mich zusammengefasst, wenn ich mein Human Design, je besser ich das kenne und desto leichter kann ich auch authentisch leben, weil ich dann natürlich auch weiß, okay, das sind meine Stärken, meine Talenten, da muss ich so ein bisschen schauen und kann dann immer mehr dieses authentische Leben ausleben und in mein Leben ziehen, damit durch die Welt gehen, wie auch immer. Nächster Punkt ist die Selbstheilung. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel heute drüber reden. Aus meiner Sicht geht es bei dem Punkt, also zumindest mir, darum, dir immer mal wieder ein paar Ideen, vielleicht sogar ein paar Techniken an die Hand zu geben, wie du deine Selbstheilung unterstützen kannst, was da aus meiner Erfahrung oder auch aus unserer Erfahrung, weil Martin wird natürlich auch dazu was sagen, wichtig ist, was du dir mal angucken solltest und so. Es ist jetzt kein Heiler-Podcast oder so, wo wir dann irgendwie jede zweite Episode 2 Stunden Meditation machen zur Heilung oder so. Obwohl, wer weiß, vielleicht machen wir auch mal sowas. Mal gucken. Aber, so. Magst du noch was sagen zur Selbstheilung? Also das ist so aus meiner Sicht. Deswegen haben wir diesen Punkt mit reingenommen, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Human Design und zum authentischen Leben für mich. Also zu allen Punkten, wenn ich authentisch lebe und mein Human Design kenne, weil das macht es einfacher, authentisch zu leben, gehe ich sowieso in die Selbstheilung, falls da noch was ist, gehe ich sowieso in die Selbstentwicklung. Also das ist einfach so, das kann ich dann gar nicht verhindern, so blöd das klingt. Ja, das kommt dann. Ne? Aber gut, Selbstheilung, Martje, was würdest du sagen? Ja, so sehe ich das auch. Also im Human Design sagen wir ja, ein Heilungszyklus dauert 7 Jahre. Und es kann aber sein, dass wir nach 7 Jahren noch nicht fertig sind, sondern mehrere Zyklen durchlaufen. Und deswegen haben wir auch alle noch viel Zeit, an unseren ganzen Dingen zu arbeiten oder Dinge zu optimieren oder zu heilen, die uns vielleicht stören im Moment. Und ich glaube schon, dass Heilung manchmal auch Zeit braucht. Ich habe aber auch schon erlebt, dass manches einfach auch echt schnell passieren kann. Und das fällt für mich dann mehr in die Heilung und mehr in andere Methoden. Also Human Design ist mehr eine langsamere Methode. Ne? Da reflektiert man auch viel über die Themen. Man erlebt die, bis das alles im Körper ist. Das kann seine Zeit dauern. Aber wenn wir jetzt andere Methoden mit reinnehmen und die uns eben auch mal angucken in verschiedenen Episoden hier, dann sehen wir doch, dass manche richtig schnell sind. Also gerade was wir auch so gelernt haben mit der Quantenheilung, das ist ja manchmal wirklich ein Fingerschnips und man hat das Problem gelöst. Manchmal auch nicht. Ne? Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Es kommt ja auch immer darauf an, was ist jetzt gerade das Problem? Wo ist die Blockade? Wie arbeiten auch beide miteinander? Wie ist meine eigene Anbindung auch gerade an das Quantenfeld? Komme ich auf die richtigen Punkte und so weiter? Das hängt ja mit ganz vielen Dingen zusammen. Ja. Aber Selbstheilung finde ich einfach super wichtig, damit wir nicht
auf andere angewiesen sind, damit wir auch nicht in dieser Opferrolle sind und sagen, ich kann ja nichts alleine machen. Eigentlich kann nur Stefan mir helfen als Coach, aber ich kann mir das nicht so oft leisten und deswegen geht es mir so schlecht. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Menschen eben auch in die Verantwortung, Selbstverantwortung kommen und selbst was tun können und lernen, wie sie es einfach selbst hinkriegen, dass es ihnen besser geht. Und auch dieses, ja, mein Partner ist schlecht drauf, jetzt habe ich auch schlechte Laune. Das ist Quatsch. Also natürlich, das kann so passieren. Ich kenne das super gut, auch wieder durch das Human Design. Ich weiß genau, wie ich mich fühle, wenn jemand kommt mit schlechter Laune. Aber letztendlich ist es meine Verantwortung, diese schlechte Laune nicht anzunehmen, sondern selber in meiner guten Laune zu bleiben. Und auch das gehört für mich zur Selbstheilung und der Selbstverantwortung. Ich übernehme mein eigenes Wohlbefinden. So, dafür sorge ich selbst und niemand anders. Ja, denn ich glaube, es ist einfach so meine Erfahrung aus der Schulmedizin, da kennt man das ja oft. Ich glaube, viele, die hier zuhören, kennen das auch, ne? Ohne dass ich jetzt irgendwie sagen möchte, dass du so bist, wenn du hier zuhörst, aber so dieses, Herr Doktor, mach mich mal gesund, gib mir mal die Spritze, die macht mich gesund, mach mal die Operation, gib mir mal die Tablette, die macht mich gesund. Aber nein, es ist ja nicht die Wahrheit, denn das kann auch jeder für sich selbst ganz einfach überprüfen. Nehmen wir mal an, das haben ja viele Leute, Bluthochdruck, und dann kriegt man Tabletten gegen Bluthochdruck. Ja, was passiert denn, wenn man die Tabletten nicht mehr nimmt? Da ist der Bluthochdruck wieder super. Ne? Also insofern, das ist ja keine Heilung, sondern das ist aus meiner Sicht, und ich nenne mal dieses böse Wort, kriege ich vielleicht auch wieder Ärger, aber es ist einfach nur Unterdrückung von Symptomen. Aber es hat mit Heilung überhaupt gar nichts zu tun. Und da ist unser Augenmerk hier in den Episoden, in denen wir darauf eingehen, wirklich aus sich heraus zu heilen. Und dass in dem Beispiel dann der Bluthochdruck auch ohne Tabletten wieder normal ist. Als Beispiel jetzt. Gut. Ja. Und dann die Selbstentwicklung. Da habe ich immer so ein schönes Bild vor Augen, weil wirklich die deutsche Sprache ist ja eine schöne Sprache. Entwicklung. Ne? Das heißt also wickeln. Und end, also weg. Ne? Das heißt also, je mehr ich mich entwickle, umso mehr komme ich dann auch wieder zu mir selbst, weil ich ja praktisch jetzt in diesem Bild, was ich immer vor Augen habe, eingewickelt bin in Sachen. Und wenn ich Persönlichkeits- oder wir haben es jetzt Selbstentwicklung praktiziere, mache, da in diese Richtung gehe, dann erkenne ich mich auch immer mehr und da schließt sich dann auch wieder der Kreis, denn dann bin ich immer authentischer, kann also immer mehr mich selbst leben und das, was mich ausmacht. Und das ist, finde ich persönlich, ganz fantastisch. Das so ganz kurz zur Selbstentwicklung. Eben hatte ich noch was, habe ich jetzt vergessen. Ja. Ja, da gehe ich total mit. Also ich war ja bis Mitte 30 oder bis Anfang 30 war ich ja ziemlich perfekt. Ne? Ich hatte ja überhaupt gar keine Schuld an irgendwelchen Dingen, die passiert sind. Ich hatte keine Verantwortung, wenn Beziehungen nicht liefen, wenn ich Streit mit anderen Personen hatte. Es waren immer die anderen. Und es gab dann eben diesen einen Tag irgendwie nach der Trennung von meinem Mann, an dem ich gemerkt habe, okay, vielleicht habe ich doch was dazu beigetragen. Vielleicht war es gar nicht alles nur er. Es war vorher wirklich einfach nicht in meinem Weltbild, dass das von mir auch mit beeinflusst werden konnte. So, ich hatte keine Schuld. Und dann habe ich gemerkt, okay, ein bisschen hatte ich doch was damit zu tun. Ich hätte vielleicht was anders machen können. Und je mehr ich mich dann da so reingelesen habe und überhaupt erst angefangen habe, mich eben mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, desto mehr habe ich mich tatsächlich auch entwickelt, um zu sehen, also ich rede überhaupt nicht mehr von Schuld, sondern ich verstehe jetzt einfach überhaupt mal, was da eigentlich war zwischen uns, was da schiefgelaufen ist und welche Verantwortung ich da dran hatte und welche Verantwortung er dran hatte und wie sich einfach alles entwickelt hat. Und jedes Mal, wenn ich so einen weiteren Schritt dort verstanden habe, habe ich wieder das Nächste vor mir gehabt und gesehen, ah, okay. Und ich finde, diese Entwicklung, die ist auch oft eben wie eine Zwiebel. Wir haben eine Schale, die lösen wir, das ist super. Und dann zeigt sich vielleicht das gleiche Thema, aber im anderen Gewand eben nochmal. Mhm. Und dann dürfen wir es nochmal bearbeiten. Und es kommt immer wieder, also ich glaube, wir sind nie fertig. Manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie in der Matrix und denke, wenn jetzt doch die andere Pille nimmst, hast du wieder deine Ruhe und bist wieder perfekt. Zu spät. Das ist zu spät. Und es ist ja auch einfach, es ist ja auch schön. Also es gibt ja auch unheimlich viele schöne Momente. Ach, es gibt natürlich auch schmerzhafte Momente, wenn man sich so entwickelt und diese. Ja. Ja. Aber das, ich glaube, es gehören ja auch alle Gefühle dazu. Also ich glaube, die Menschen, die versuchen, ich will eigentlich nie wieder traurig sein oder nie wieder was weiß ich, irgendwie Schmerzen empfinden oder. Das wird halt aus meiner Sicht nicht funktionieren, weil auch diese Gefühle gehören zum Leben dazu.
Und ich würde ja auch gar nicht, also ich könnte ja gar nicht merken, dass ich glücklich bin, wenn ich nicht auch wüsste, wie das andere sich anfühlt. Das ist ja, wie du sagst, wir leben in einer dualen oder binären oder wie auch immer du das nennen willst, Welt. Von daher ist das ganz wichtig. Mir ist wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Es gibt ja auch dieses schöne Wort im Deutschen, Enttäuschung oder Enttäuschen. Und das ist auch eigentlich fantastisch, ne? Nimm das mal auseinander. Das ist das Ende der Täuschung, ne? Wunderbar. Und das wollen doch die meisten. Ne? Willst du mal getäuscht werden? Also gut, aber das ist ein anderes Thema. Machen wir vielleicht auch mal. Ansonsten werden wir auch immer mal in Zukunft ein paar spannende Interviewgäste haben. Dann werden wir nicht unbedingt zu dritt sein, sondern haben Martje und ich schon gesagt, dann wirst du halt nur mal mit Martje und dem Internet und dem Internetgast, dem Interviewgast, so übers Internet, ja, den Interviewgast oder mit mir und so. Wir werden mal sehen. Also wir sind da spielerisch leicht und locker unterwegs. Haben so ein paar Ideen, aber wenn du natürlich irgendwie sagst, oh, die beiden, das wäre jetzt mal ein tolles Thema, dann sprich uns gerne an, schreib uns gerne und so weiter, kein Problem, wir freuen uns drauf. Und ansonsten hast du jetzt schon mal so eine Idee gekriegt, um was es gehen wird, in dem Ich-Podcast. Wir freuen uns, dich auch in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Lass dich mal überraschen, was da für ein Thema kommt. Ich habe schon so eine Idee, aber wir verraten diesmal mal nichts. Willst du noch was sagen, Martje? Nein. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Alles klar. Dann habt eine wunderschöne Woche oder einen wunderschönen Tag erstmal und dann eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.